und wie ich den ganzen Kabelsalat verdrahte und auf was für neue tolle Klemmen ich gestoßen bin, das zeige ich euch heute. Hallo liebe MOBA-Freunde, im heutigen Video geht es um, wie schließe ich elektrisch meinen fünfgleisigen Personenbahnhof an? So, was brauchen wir heute? Also ich verwende heute mal die PT-Fix von Phoenix Contact. Schöne neue kleine Klemme, komme ich aber gleich dazu. Wir brauchen ein bisschen Elektrowerkzeug und dann ganz losgehen. Zur besseren Übersicht zeichne ich erstmal unter die Platte meine ganzen Gleise ein. So, ich habe mal noch mal eine kleine Skizze gemalt. Verzeiht mir. Wir befinden uns jetzt hier im rechten Bereich und es geht halt um diese 5-Personen-Gleise, die wir jetzt anschließen werden. Ich versuche ja immer die perfekte Lösung zu finden und bin jetzt da auf diese filigrane Automationsklemme, kann man eigentlich sagen, gestoßen. Wie gesagt, die gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Man braucht wirklich, wie gesagt, nur reindrücken, reinstecken. Man braucht keine Adern enthülsen. Und das Ganze ist egal, ob ich 0,14 Quadrat oder 2,5 Quadrat habe. Die ist so universal, tolle Klemme und das Geile ist auch, wie gesagt, ich kann sie unten mit einem doppelseitigen Klebeband auch festkleben. Da ich meine Schiene ja schon plus minus habe mit Rot und Blau, wie gesagt, ist es halt naheliegend, dann halt heute auch diese Farben für die Klemmen zu verwenden und damit behalte ich mir natürlich eine enorme Übersicht. So, nun stelle ich mir die Klemme mal zusammen. Das Tolle ist hier natürlich auch, die ist ja anreibbar, das heißt, ich klicke die nur an und schon habe ich miteinander verbunden. Das heißt, jetzt erstmal 5-mal Plus und einen großen Block für mein Minus. So, unten noch doppelseitiges Klebeband drauf und schon können wir es ankleben. So sieht das Ganze natürlich jetzt angeklebt aus. Dann müssen wir das Ganze natürlich noch beschriften. Ich verwende hier einen eigenen Code. Also meine Klemmen fangen mit X an. Das ist jetzt die X1, also das ist die Klemmstelle. Dann natürlich durch diese Farbkodierung werde ich es mit R wie Rot und BL wie Blau. Und dann auf die jeweilige Klemme und die einzelnen Anschlüsse belege ich dann mit A bis C, D, E, F und bei den anderen halt je nachdem halt etwas größer. So, die Adern, die tackere ich einfach an. Bei den 05ern bin ich da völlig schmerzfrei. Bei 014, da werde ich wohl die Heißklebepistole benutzen. So sieht das Ganze natürlich jetzt für den ersten Teil aus. So, wichtig ist natürlich eine Beschriftung, weil dann tut ihr euch später einfacher, wenn irgendwelche Fehler oder ihr müsst mal was nachmessen oder ändern, dann geht das alles sehr problemlos. Und wie man die Servos einbaut, das werde ich euch dann, denke ich mal, das nächste Mal zeigen. Viel Spaß!